Ausräuchern. Da gibt es verschiedene, ich glaube, 1000 verschiedene Wege, das zu tun. Das ist meiner. Das heißt nicht, dass das der richtige ist, das heißt garantiert nicht der einzige. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, es geht um die Intention. Wie bei einem Ritual ist auch beim Ausräuchern, es geht um die Intention. Also was ist mein Wunsch, was möchte ich? Das ist jetzt hier meine Galerie, beziehungsweise da brauche ich jetzt nichts groß ausräuchern, weil ich räuchere die öfters aus. Ich möchte euch aber trotzdem mal zeigen, wie sowas ist. Wenn ich verreise, habe ich immer Salbei dabei. Das ist der getrocknete Salbei, den habe ich aber nicht so dabei, weil das im Hotelzimmer gibt es ja auch Rauchmelder und wenn ich das Ding anmache, dann ist da, ja, bin nicht nur ich davon betroffen, sondern da habe ich in der Regel so meinen kleinen Salbei dabei und was ich nehme, ist dieses kleine Stück. Also das ist alles, was ich da habe. Es geht mir nur um ein bisschen Rauch. Ich muss das nicht ausräuchern. Wie gesagt, die Intention, das energetische Feld, das ich reinschicke, hat damit was zu tun. Nicht damit, wie viel Rauch ich verbrenne. Das ist wurscht. Manche machen das mit Räucherstäbchen, das geht auch. Wenn ich mal zufällig gar nichts dabei habe, dann mache ich es nur mit Klang, mit dem Singen. Das geht auch. Es geht um die Intention. In einem Hotelzimmer oder in irgendeinem Platz, wo ich das Gefühl habe, da müsste aber wirklich was sein, mache ich die Fenster auf, um das alles rauszulassen. Wenn ich bei Freunden übernachte, selbst da räuchere ich das Zimmer aus, wo ich übernachte. Es hat nichts damit zu tun, dass das andere schlechte Energie ist. Es ist andere Energie. Und das reicht mir als andere. Im Hotelzimmer ist es so, dass nur weil die Bettwäsche gewechselt worden ist, sind trotzdem Träume, Gedanken. Da war vielleicht Streit, da hat sich jemand einsam gefühlt. Das will ich alles nicht haben, das will ich auch nicht erspüren. Das heißt, wenn ich irgendwo bin, wo ich ausräuche, stelle ich mich als erstes an die Tür. Und zwar, jetzt tun wir mal so, als wenn das die Tür wäre, dann bleibe ich erstmal stehen und stimme mich ein. Was ich will in diesem Raum, ist die Intention, die ich habe. Also in meinem Fall sage ich häufig, alles, was nicht meins ist, kann nicht bleiben. Ich weiß, es heißt immer, das Universum hört nicht. Ich glaube, es hört es. Für mich funktioniert es, sonst such dir sowieso selber etwas aus, was für dich passt. Also ich stelle mich dann hin, in der Regel habe ich vorher schon, wir haben ja hier so ein Hausaltar mal aufgebaut, das ist nicht meiner, dann haben wir hier nur so gemacht, als Beispiel. In der Regel steht das alles dabei, bin ich in einem Hotelzimmer, habe ich so einen ganz kleinen Hausaltar. Da habe ich eine kleine Decke drauf, dann ist ein kleiner Engelkopf von mir drauf und dann habe ich eine Kerze drauf, das reicht in der Regel. Also wenn ich dort bin an meinem Hausaltar, dann würde ich da jetzt mich erstmal einstimmen. Was möchte ich? Ich mache jetzt hier eine verkürzte Version und dann zünde ich den Salbei an, bis es ein bisschen brennt. Und so eine kleine Rauchentwicklung gibt. Also wir machen jetzt auch hier nicht ein Feuerwerk draus. So. Ich habe meistens noch eine Schale drunter, das ist oft eine Muschel. Hier haben wir jetzt eine Schale. Dann stelle ich mich hier am Anfang hin und dann stimme ich mich ein. Ich spreche ein eigenes Gebet, also alles, was göttlich ist, alles, das ist göttlich. Ich danke für die Unterstützung, diesen Raum zu reinigen und alles, was nicht meins ist, kann nicht bleiben. Das weiß ich. Das ist keine Diskussionsgrundlage. Also das ist nicht, naja, eventuell vielleicht, sondern alles, was nicht meins ist, kann nicht bleiben. Jetzt, wo es auch noch so schön raucht, man kann sich natürlich auch selbst ausräuchern. Das heißt, ich kann den Salbei haben. Das mache ich eigentlich oft, wenn ich von meinem Hausaltar bin. Ich habe eine Adlerfeder zu Hause und dann reinige ich mich damit. Ich kann auch die Hand nehmen und lasse den Rauch um mich herum. Okay? Das ist möglich. So, jetzt habe ich die Intention gehalten, alles, was nicht meins ist, kann nicht bleiben. Ich weiß, dass alles, was nicht meins ist, hier nicht bleiben kann, weil ich habe das gesagt. Ich vertraue in die Kraft meiner Worte und meines Gefühls und meines Seins. Und dann singe ich in der Regel.
Also ich würde jetzt durch den ganzen Raum gehen. Er spürt gleichzeitig mit ein, gerade die Ecken sind immer ganz interessant, weil da staut sich's gerne. Wenn ich merke, da ist was dichter, dann bleibe ich da eine Weile stehen. Ich singe auch dann mal rein. Manche Leute klatschen rein. Dann gibt es noch andere, die zum Beispiel sowas machen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, Räume auszuräuchern, zu klären, sauber zu machen. Wenn ich einmal durch bin, dann gehe ich durchs ganzen Raum durch, bis ich wieder zurück bin an der Tür. An der Tür bleibe ich nochmal stehen und gebe als Schwingung hinein, was ich gern möchte. Hier halte ich mich auf. Das ist mein heiliger Raum. Das ist mein heiliger Raum. Ich habe meine Intention hineingegeben, ich habe es ausgeräuchert, ich habe es gereinigt, ich habe meinen heiligen Raum verbreitet. Alles, was nicht meins ist, kann nicht bleiben. Und ich weiß, das ist mein heiliger Raum. Ich weiß, dass wir unser Leben verändern können. Ich habe meins um 180 Grad gedreht. Von schauspielernd zu authentisch, von beleidigt zu verstehen, von angespannt zu entspannt. Seit 30 Jahren schreibe ich Bücher und kümmere mich um das spirituelle Wachstum. Wenn wir etwas verändern wollen, dann müssen wir es üben. Das ist wie ein Update. Unser Telefon braucht Updates. Wir eben auch. Wir haben Sachen in der Kindheit uns angewöhnt, die jetzt etwas unpraktisch sind im Erwachsenenalter. Deshalb habe ich nach dem Kurs Folge der Sehnsucht deiner Seele den Kurs Lebe die Sehnsucht deiner Seele ins Leben gerufen, um wirklich in die Tiefe zu gehen und nachzuschauen, was braucht es und was vor allen Dingen brauche ich. Wir sprechen über alles, was es einfach zum Leben braucht. Das sind in erster Linie natürlich auch Gefühle und Emotionen, wie man die meistern kann, wie man überhaupt Mut bekommt. Und nein, das ist nicht eine Sache, die man einfach hat oder nicht hat, das kann geübt werden. Wie man authentisch lebt, wie wichtig die beruhigende Ordnung ist für unser Gehirn. Und vor allen Dingen auch, was sind unsere Ziele und will ich das wirklich? Oder laufe ich da irgendwo in einer gesellschaftlichen Idee mit, die eigentlich nicht meine ist? Der Kurs ist ein Sprungbrett. Ein Sprungbrett in dein neues Leben. Die Aspekte zu verändern, die man verändern will. Du bereit bist dafür, freue ich mich, wenn ich dir Unterstützung sein kann. Lebe die Sehnsucht deiner Seele.